Kennst du die Figur im Auswärtigen Amt? Die wird schrecklich gut in meinen Garten passen, zu dem Bassin. Bitte schön, kaufst du mir doch, wenn alles gut geht und wir noch aus Berlin rauskommen. Aber Chopin, ich weiß doch gar nicht, wem sie gehört. Wahrscheinlich ist sie Staatseigentum, dann kann ich sie nicht in deinen Privatgarten stellen. Ach, wenn es dir gelingt, die Russen zurückzuschlagen und Berlin zu befreien, dann kannst du schon mal eine Ausnahme machen. Die Logik der Frau. Schau, du bist ganz schmutzig. Den Rock kannst du aber nicht mehr anziehen. Du musst dem alten Fritz nicht alles nachmachen und auch so unappetitlich rumlaufen wie er. Das ist schließlich mein Arbeitsanzug. Ich kann mir doch nicht eine Schürze umbinden, wenn ich zur Lagerbesprechung gehe und mit Farbstiften hantieren muss. Manchmal glaube ich, dass er niemanden in sich reinschauen lassen will. So richtig meine ich. Wenn er privat ist. Er kann so fürsorglich sein. Und dann wieder sagt er so brutale Sachen. Mein Mann, schon über 15 Jahre. Und doch, wenn ich es mir recht überlege, weiß ich eigentlich gar nichts von ihm. Obwohl er ja gern redet. Den Hermann doch nicht umbringen lassen. Es besteht überhaupt kein Zweifel, er wurde gepflegt. Aber was bedeutet das schon noch? Es ist ja eh alles vorbei. Denk doch an meine arme Schwester. Sie ist vom Hermann schwanger. Er hat mit Himmler kollaboriert, er ist ein Verräter. Mit Verrätern gibt es kein Mitleid. Mit Verrätern gibt es kein Erbarmen. Er wird vor ein Standgericht gestellt und erschossen. Aber wem nutzt das denn jetzt noch? Es ist mein Wille! Du bist der Führer. Das kann der Führer nicht im Ernst gesagt haben, dass er sie erschießen will. Oh, Frau Junge, Frau Christian. Sehen Sie sich sofort um. In einer Stunde geht ein Flugzeug, das Sie nach Süden bringt. Es ist alles verloren. Hoffnungslos verloren. Aber du weißt doch, dass ich bei dir bleibe. Ich lass mich nicht wegschicken. Kommt alle mit nach oben, jetzt wird gefeiert! Dieser Versager, dieser Schmarotzer! Ich rieb ein Mädchen, ich weiß nicht warum, ein Mädchen kaut Kabagum, ein Mädchen kaut rum, when Blackie comes down to Hilo, poor old man.